Herzlich willkommen zurück zu Dark Fall, das Journal. Warum wir jetzt genau vor diesem Bild stehen, weiß ich auch nicht genau. Hier hat mich das Spiel hingestellt. Ich suche gerade wieder mein Buch. Da ist es doch. Das lassen wir uns eingestellt. Das Buch der Mythen und Legenden. Amelia Rumford. Diese seltsame Geschichte ist seit einigen hundert Jahren ein fester Bestandteil der hiesigen Überlieferungen. Sie erzählt vom Sohn eines Bauern, der um 1625 auf der Birchten Farm in der Nähe des großen Dorfes Dowertown geboren wurde. Als frommer Protestant erzogen, begrüßte er Cornwalls Plan, ein Parlament zu bilden, und trat dessen Armee bei. Tapfer und erfüllt von seinem Wunsch nach Gerechtigkeit kämpfte er in mehreren Schlachten zu Beginn des Bürgerkriegs. Doch wie viele seiner Altersgenossen verlor auch der junge Tom Oliver den Glauben an Cromwells Bewegung. 1647 hatte Cromwell selbst die Übersicht verloren und schwankte gefährlich zwischen Macht und Demokratie, während seine Truppen hilflos zusahen, müde, frierend und von der langen Kampagne ausgelaugt. Vergebens warteten sie auf Essen und Sold. Tom Oliver und sein enger Freund Will Thomas beschlossen, zu desertieren und planten, über Land wieder in die Heimat zurückzukehren. Sie flüchteten über die nassen Felder und suchten Deckung in Gruben und hinter Hecken, wann immer sie konnten. Cromwell hatte bereits Suchtrupps zusammengestellt, um Deserteure seiner schnell schrumpfenden Armee aufzuspüren. Tom und sein Kamerad Will waren halb verhungert, als einer der Suchtrupps die Unglücklichen kurz vor Dowertown aufspürte. Sie wurden durch das Städtchen, das sie so gut kannten, gnadenlos verfolgt und schließlich, als sie schon fast vor Erschöpfung zusammenbrachen, wurde Tom durch einen Schuss ins Bein verwundet. In der Stille dieser furchtbaren Nacht suchten Tom und Will Zuflucht im Keller des Gasthauses von Dowertown. Erschöpft und blutend verlor Tom vom Gestank sauer gewordenen Biers beinahe die Besinnung. Will Thomas, ebenfalls zu erschöpft, um noch weiter zu fliehen, meinte, sein Freund liege bereits im Sterben und beschloss, diesen dem Suchtrupp zu überlassen und sich dadurch selbst zu retten. Er versprach, seinem blutenden Freund Tom Hilfe zu holen. Stattdessen kehrte er mit den Soldaten zurück, doch diese fanden niemanden in Toms Versteck vor, außer einer bereits trocknenden Pfütze Blut. Niemand hatte je wieder von Tom Oliver gehört. Zwei Jahrhunderte später beschloss der hier ansässige Grundbesitzer Gabriel Crabtree, auf dem Grundstück des alten, längst verlassenen Gasthauses von Dowertown zu bauen. Er plante, ein neues Gasthaus zu errichten, um die wachsende Anzahl der Reisenden, die mit dem Zug von Südwesten des Landes nach London fuhren, als Hotelgäste zu gewinnen. Untersuchungen ergaben, dass das Fundament des alten Gasthauses noch solide war und keine Erneuerung bedurfte. Sofort wurden ansässige Arbeiter eingestellt. Nach einigen Wochen kamen Gabriel die ersten Geschichten zu Ohren. Die Arbeiter schworen, nachts eine schmerzerfüllte Stimme gehört zu haben. Während der späteren eingehenden Befragung behaupteten sie, dass die Stimme nach jemandem zu rufen schien, dass sie jedoch
nicht verstehen konnten, nach wem sie rief, denn ihre Stimme verlor sich in der lauen Frühlingsluft. Mehrere Bewohner der Grafschaft Dorset begegneten dem geisterhaften, aus der Bronzezeit stammenden sogenannten Reiter der Bottlebrush Downs. Er reitet an einem alten Hügelgrab vorüber. Unter den Augenzeugen befindet sich auch ein Archäologe, der vor etwa einem halben Jahrhundert behauptete, den Geisterreiter gesehen zu haben. Eine vermummte Gestalt, die auf einem Pferd ohne Steigbügel ritt, da Steigbügel bis zum 4. nachchristlichen Jahrhundert unbekannt waren, gehört das Gespenst wohl zu einer sehr früheren geschichtlichen Epoche. Manche erkannten seine Aufmachung als die eines Kriegshäuptlings um 1600 vor Christus. Die vorgeschichtlichen Steindenkmäler Dorsets sind eine ständige Erinnerung an die Vergangenheit. Auch die graue Stute und ihre Fohlen auf dem Black Down nördlich von Portisham beflügeln die Fantasie. Der rätselhaften Heller Stone ist, Überlieferung zufolge, dem nordeuropäischen Ungeheuer Hela gewidmet, das Odin als Bewacher des Totenreichs einsetzte. Ähnliche Wächtergeister beschützen die prähistorischen Hügelfestungen und Wälle, die man heute noch überall im Südwesten Englands sehen kann. Das hat uns jetzt wirklich sehr, sehr viel weitergebracht. Hatten wir es jetzt hier eigentlich? Und dann schauen wir jetzt nochmal dann doch zu dem Typi darüber. Hier hatte ich beide Zimmer, ne? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, Bettys Mama. Ach ja, das kennen wir. Ach genau, da kamen wir nicht rein. Schauen wir uns nochmal das obere Bad an. Sieht gut aus. Hier kann ich diesmal gar kein Wasser aufdrehen. Irgendwie kann ich hier gar nichts machen. Ich habe das Gefühl, gleich kommt wieder irgendwas. Oh, okay, ich kann in den Spiegel gucken. Tür können wir aufmachen, aber wir können nichts machen. Okay. Soll ich jetzt hier irgendwas sehen können? Also ich sehe nichts. Wenn jemand was sieht, soll es mir bitte sagen. Tja, ein im Grunde leerer Raum. Okay, ein kleines Stäubkörnchen ist gerade aus der Tür geflogen. Okay.
Okay. Ein Schlüssel. Okay, wir haben einen Schlüssel. Das finde ich sehr gut. Irgendwas ist über mir drüber. Seife und Medizin. Okay, ein Medizin-Shampoo. Hört sich an, als ob. Ich weiß es nicht, oh mein Gott. Also, das finde ich jetzt hier gar nicht witzig. Okay. Ich kann hier auch gar nichts machen. Stoppkorn geflogen und die Lampe ist angegangen. Also die Kerze. Oh ja, genau, ein Vigabrett. Er ist T-O tot. Er ist tot. Ich würde jetzt gerne einfach mal Nein sagen. Ja, was, er kann ja auch nicht leben. Oh, Leute. Nochmal. D. A. S. Das. D. A. R. K. F, A, L, L, das Dark Fall, H, A, S, S, T, Hast, M, I, C, mich, das Dark Fall hasst mich? Das Spiel oder was? J, E, N, Jens, Jens, E, Jensei, Jenseits, D, E, D, Des, T, O, Tod, Des, Jenseits des Todes. Das Tag vor, da hast mich jenseits.
jenseits des Todes. Ja. Jetzt kommt es nochmal von Anfang, ne? Er ist. Da fehlt übrigens ein T. Rechtschreibung mit Zenobia. Okay. Mal ganz kurz was schauen, bevor wir da oben irgendwas einstellen bei diesem Ofen. Okay, hier sind noch Bilder, Lampen. Und da oben gab es jetzt nochmal hier Zettelchen. Crowborough, Haushaltswaren, Ermäßigungskarte, Nolas, exklusive Haarpflegeprodukte. Mama, der Wassertrank spielt wieder verrückt. Wir sollten den Klempner anrufen. Bitte. Ich möchte nicht, dass das schmutzige Wasser wieder in die Vorräte im Lagerraum ruiniert. Wie ist die Telefonnummer des Klempners? Dann rufe ich ihn an. Abgesehen davon bin ich auch fertig mit der Inventur. Es gibt nicht viel zu berichten, außer dass anscheinend jemand hier hereinkommt und Dinge herumschiebt. Merkwürdigerweise fehlt aber nichts. Was bedeutet das? Ein Dieb, dem unsere Sachen nicht gefallen? Das ist geradezu beleidigend. Er hat nicht einmal die Handtücher angefasst. Außer, es ist eins von George Gespenstern. Betty, Küsschen, Küsschen. PS, ich sag's ungern, aber ich kann nicht für den Musikabend Trompete üben, wenn du deine Musik so laut spielst. Gestern Abend konnte ich kaum meine eigenen Gedanken hören, geschweige denn musizieren. Ich weiß, wie gern du das Lied hörst. Es ist dein und Franks Lieblingslied aus Hastings. Aber bei der Lautstärke bringst du eines Nachts noch das Hotel zum Einsturz. Nur wissen wir dadurch immer noch nicht, welches das Lied ist. Inventarliste. Lieferant, Colbos, Haushaltswaren. Toilettenpapier. Kontaktperson Tommy. Aktuelle Anzahl 8 Pakete. Es gab Beschwerden wegen der Beschaffenheit. Vielleicht sollten wir eine andere Marke nehmen. Shampoo, Lieferant. Lieferung dienstags. Aktuelle Anzahl 4 Pakete. Ein paar fehlen vielleicht.
Handtücher. Wir brauchen keine neuen Handtücher. Nur Weichmacher für die alten. Aktuelle Anzahl, alle vorhanden. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ob irgendetwas mit ihnen nicht stimmt? Normalerweise werden die geklaut. Bettwäsche. Kürzlich wurde eine komplette Garnitur, bliblablub, Zimmer 2E. Mhm. Kann man sich hier das zweite Papier kann man sich nicht anschauen? Gut, Leute. Fuck. Okay, nochmal. Fangen wir nochmal an. Ich wollte mich jetzt einfach gerade verabschieden. Die Tür bleibt jetzt hoffentlich zu. Wir schauen uns nächstes Mal hier noch im Vorratsraum um, beziehungsweise hier gar nicht, sondern versuchen einfach bei dem Ofen irgendwas zu machen oben, dass wir da was umstellen, dass wir den mal einschmeißen. Wir haben zwar hier Strom, ich weiß nicht, es könnte auch ein großer Boiler sein, vielleicht für warm Wasser. Ja, oder ihr schreibt mir einfach mal, was das denn da oben sein könnte. Dann wünsche ich noch eine wunderschöne Nacht und wir hören uns die nächsten Tage. Tschüss.